Ich zeige euch heute ein neues tunesisches Muster. Es besteht aus zwei verschiedenen Hin- und Rückreihen, die sich dann eben zusätzlich noch versetzen. Insgesamt also vier verschiedene Hin- und Rückreihen. Ich verwende von Het Nat die Fresh und von Het Nat die Fun. Beide haben eine Lauflänge von 55 Meter auf 50 Gramm. Der Farbwechsel findet jeweils auf der linken Seite statt. Ich habe hier 15 Maschen angeschlagen mit der Het Nat Fresh, also mit der bunten Wolle, und dann die Maschen aufgefasst und hier dann auf Türkis gewechselt. Mit Türkis dann die Rückreihe gearbeitet und nun beginne ich hier mit der zweiten Hinreihe, also wie ich hier begonnen habe. Ich arbeite drei Luftmaschen, dann zwei Umschläge, steche in die zweite Masche ein, also in diese senkrechte Schlinge und anschließend in die waagrechte danach. Arbeite also einen halben Strickstich, hole den Faden durch, hole den Faden nochmals durch und ziehe ihn durch zwei Schlingen. Dann arbeite ich wieder zwei Umschläge, steche in die folgende Masche ein, auch in die waagrechte, hole den Faden durch, hole den Faden nochmals durch. Und ziehe ihn durch zwei Schlingen und dann den Faden nochmals und durch drei Schlingen. Ich habe nun hier also einen Umschlag und eine weitere Masche. Dann wieder zwei Umschläge bilden, in die folgende Masche einstechen, den Faden durchholen, nochmals den Faden durch zwei Schlingen ziehen. Dann zwei Umschläge. In die folgende Masche einstechen, Faden holen, durchziehen. Dann wieder den Faden holen und durch zwei Schlingen ziehen. Und dann den Faden holen und durch drei Schlingen ziehen. Jetzt habe ich hier wieder einen Umschlag und eine Masche. Zwei Umschläge, einstechen, Faden holen und durch zwei Schlingen. Zwei Umschläge, einstechen, Faden holen und durch zwei Schlingen und nun nochmals den Faden holen und durch die ersten drei Schlingen ziehen. So mache ich das bis zum Ende der Reihe. Und durch drei Schlingen. Und durch drei. Und ein letztes Mal. Zwei Umschläge. Und nochmals zwei Umschläge und in die letzte Masche einstechen. Hier. Durch beide Schlingen, dann durch zwei und vor diesem letzten Arbeitsschritt hole ich den türkisfarbenen Faden um die Fresh, damit ich hier auf dieser Seite lange Spannfäden vermeide. Erst dann wechsle ich auf die Fresh und arbeite die zusätzliche Luftmasche vor dem Wenden bereits mit der Fresh. Und dann geht's zurück.
Und nun arbeite ich eine Hinreihe. Ich steche hier in den Umschlag ein und hole den Faden und hier in die Masche. Also abwechselnd um in den Umschlag einstechen und in die Masche. Also diesen türkisfarbenen Faden erfassen, also die türkisfarbene Schlinge. So, und das hier ist jetzt die letzte Masche. Also diese Masche, bei der ich zwei Maschen zusammen abgemascht habe, bildet hier die letzte Masche. Dann findet wieder der Farbwechsel statt mit der bereits vor der zusätzlichen Luftmasche und es geht zurück. So, nun versetzt sich das Muster. Ich wechsle hier also stets ab. Mal mit einer einzelnen Masche und mal mit zwei zusammen abgemaschten Maschen, so wie hier an der Seite auch. Wenn hier rechts die einzelne ist, sind links die zwei und hier sind rechts die zwei und links die einzelne. Dann wieder rechts eine einzelne und links zwei. Jetzt kommen wir zu dieser Reihe. Ich beginne mit zwei Luftmaschen. Arbeite dann die zwei Umschläge, steche in die zweite Masche ein, hole den Faden durch, hole den Faden und ziehe ihn durch zwei Schlingen und nun den Faden und durch drei. Nun habe ich also hier diese doppelte Masche. Dann geht es wie zuvor weiter, zwei Umschläge, einstechen, Faden holen, und den Faden durch zwei Schlingen, wieder zwei Umschläge, Faden holen, Faden durch zwei Schlingen und dann durch drei Schlingen. Zwei Umschläge und dann durch drei. Durch 3. Nun komme ich hier zur letzten Masche. Hier arbeite ich wieder diese einzelne Masche und zwar beginne ich mit 3 Umschlägen. Dann steche ich in die letzte Masche ein, 2 Schlingen, hole den Faden durch, ziehe ihn durch 2 Schlingen, wieder durch zwei Schlingen und habe dann die Höhe. Bevor ich ihn hier ein zweites Mal durch zwei Schlingen ziehe, hole ich den Faden um die Fräsch wieder, um lange Spannfäden zu vermeiden. Jetzt ist die Masche fertig und ich wechsle auf die und arbeitet die zusätzliche Luftmasche. Und dann geht's zurück. Und dann sind wir auch schon beim Beginn des Videos und diese vier Reihen wiederholen sich dann ständig. Ich kann mir hier schön einen quer gearbeiteten Loop vorstellen,
Also einfach, wer ihn noch breiter möchte, hier habe ich ja 15 Maschen angeschlagen, dann eben 17 oder 19 und dann einmal quer rum die Naht hier schließen und dann hat man hier einen schönen fluffigen Loop. Und auch sonst bin ich mal gespannt, was euch noch zu diesem Muster einfällt. Ich habe eine Gruppe auf Facebook, die heißt Tunesisch Häkeln oder Strägeln. Dort könnt ihr gerne mal vorbeischauen und euch die vielen Ideen der Mitglieder anschauen. Ich wünsche euch viel Spaß damit.